Ach, Leute, komm. Ha, wo glaubst du, die Tage? Da bin ich in so einen modernen Kaffeeladen reingeraten, von so einer amerikanischen Kette. Ja, ich war unterwegs gewesen und kriegte auf einmal unterwegs einen totalen Kaffeebrand. Hör mal, ich weiß nicht, was ich getan hätte für eine Tasse Kaffee. Ja, zum Glück war da direkt ein Laden, wo Coffee Shop drauf stand, ne? Ja, heute ist ja alles in Englisch, ne? Aber damit konnten sie mich nicht verwirren. Boah, ich kann ja mittlerweile, kann ich ja ganz gut Englisch. Ja, und dann bin ich dann da rein bei Starbucks, ne? Drinnen stand ich direkt in eine unheimliche Schlange. Immer bestimmt so 4, 5 Mann. Boah, und ich hatte ja einen Brand auf Kaffee. Und der Vorderste in der Schlange, der war so ein junges Mädchen, diskutierte stundenlang mit dem Kaffeezapfer. Ja, und da kriegte ich mit, dass die richtig am Flirten waren. Mitten in der Bestellung. Da habe ich zu den anderen gesagt, lassen Sie mich mal durch, ich bin Arzt, das ist ein Notfall. Ja, hör mal. Und zack, stand ich auf Platz 2, ne? Und die anderen hinter mir, sie haben aufregen. Was bist du denn für ein Arzt? Ich sag, Narkosearzt, du Opfer, ne? Ja, das hab ich von meinen Enkeln gelernt, ne? Ja, hör mal, da war aber Ruhe im Karton von Starbucks, ne? Zwischenzeitlich hatten die beiden endlich einen klar gemacht und ich war an der Reihe mit meiner Bestellung. Ich sag, Tag, Kaffee. Da sagt der Bedienung, herzlich willkommen bei Starbucks. Mein Name ist Sandro, was kann ich für dich tun? Ich sag, Tag Sandro, ich bin Herbert. Und ich wiederhole mich ungern. Kaffee. Da sagte er, Herbert, wie hättest du gerne deinen Kaffee? Tall, large oder extra large? Ich sag, oh Sandro, jetzt hast du mich aber kalt erwischt. Nee, hallo. Ich sag, Kollege, jetzt mal unter uns. Was schmeckt denn besser? Ja. Ha. Da sagte er, nimm Latsch, das nehmen die meisten. Ich sag immer, wir, das schmeckt nicht. Ne? Dann kriegst du von mir aber einen, pass auf, Sandro, jetzt kommt nicht. Gelatsch, ne? Ha. Ja, ich fand den gut, ne? Da sagte er furztrocken, was für ein Flavor hättest du denn gern? Ich sag, nee, Sandro, nix Flavor, wir hatten uns ja schon auf Kaffee geeinigt, ne? Ich sag, Kollege, so weit waren wir ja schon. Da sagte er, ja, aber welche Geschmacksrichtung? Ich sag, wie, welche Geschmacksrichtung? Knoblauch, Nuss, ne? Ah, so aus Scheiß, ne? Worauf er wieder bierernst sagte, wir haben Latte, Cappuccino, Italien-Style, French Press, White Mocha, Espresso. Ich sag, Meister, Kaffee und gib mir bloß keinen Muckefuck. Oder sagt die Amerikaner dafür Mackifuck, ne? Ja, da hat er dann aber auch so ein bisschen geschmunzelt in seinen Mundwinkel, ne? Die dröge Nuss, die da. Hör mal. Was die Olle an den gut gefunden hat, ne, also, hör mal, für mich wäre der nichts. Also, ich käme mich auf den zurecht, ne. Ja, aber anstatt er jetzt mit dem Kaffee aus dem Quark kam, ging da weiter mit seiner Scheißbefragung. Möchtest du den Kaffee mit Vanille, Karamell oder Haselnuss-Taste? Ich sag mal, hör mal, ist das hier eine Quiz-Sendung? Ich sag, hau einen Schuss Büchsenmilch in die braune Brühe. Ha, und dann... Mann! Ich sag, und dann lass die Plörre rüberwachsen. Und jetzt kommt der Hammer. Da fragt er mich allen Ernstes, ob ich ihm, also den Kaffee, in Store oder to go haben wollte. Weil man hatte ich den Kaffee auf, ne? Ich sag, Sandro, komm, lass schicken. Das wird nichts mehr mit uns. Du kannst mir nicht das geben, was ich brauche. Ich sag, Sandro, wir sollten uns trennen, bevor sich was Ernsthaftes daraus entwickelt. Ja, und dann bin ich da raus aus den Starbucks und direkt rein in den Schibo. Ne? Ja, und da habe ich mir dann schön Schneeketten gekauft und einen neuen Duschvorhang. Ja.
love.